So, hallo, ich habe schon wieder mein Headset vergessen. Ich begrüße euch aber trotzdem schon mal zu Mario Maker 2. Ah, komm her. Und keine Ahnung, was das letzte Mal war. Aber wir haben jedenfalls ein neues Level von Counterfeit zum Anschauen. Ich glaube, Trax hat auch neue Level gebaut. Und das wird wahrscheinlich den ganzen Part einnehmen. Ganz am Anfang will ich euch allerdings ganz kurz mein Level zeigen, was ich gerade eben gebaut habe. Und naja, es ist ein Level, aber also es ist gar nicht so einfach, ein Level zu bauen, und ich kann das halt auch nicht im Video zeigen, weil man macht es halt hauptsächlich auf dem Touchpad, also auf der Switch selbst, ja, wenn man die rausnimmt. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich das jetzt hier spiele? Wird es dann, geht es in die Wertung ein von geschafft? Weil das ist ja irgendwie Quatsch, wenn ich mein eigenes Level schaffe, das ist ja klar. Wie ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Komme ich denn da jetzt? Oder kann ich über den Speicherbot das Level spielen? Geht das? Ah, sehr gut. Spielen. Ja, Lakito Attacks, ich hab's einfach so genannt, weil der am Schluss halt vorkommt. Egal. Man muss rote Münzen sammeln erstmal. Ich habe mich einfach ein bisschen mit dem Editor ausprobieren wollen. So ein bisschen, wie man Sounds einfügt und solche Geschichten. Ah, ich muss apropos Sound ganz kurz hier ausmachen. So. Und ja, es kommt das so ein kleiner Abschnitt mit roten Münzen. Das geht bis auf ein. Oh mein Gott. Das habe ich noch nie gemacht. That never happened before. Das geht bis auf eine Stelle, geht das eigentlich. Eine Stelle ist ein bisschen fies, wenn man da nicht eine Sache findet, die ich da versteckt habe. Aber ich habe auch in die Infobox geschrieben, es gibt versteckte Pilze. Der Pfeil ist unselbstständig, einen richtigen Pfeil nehmen können. Das habe ich mittlerweile auch begriffen. Hier ist ein versteckter Pilz. Ich glaube, der ist einigermaßen offensichtlich, und man muss hier nicht, also zumindest habe ich es hingekriegt vorhin, man muss hier nicht die großen Notenblocksprünge machen, sondern man kann, deswegen ist der Abstand so gewählt, das sozusagen umgehen. Ach, verdammt. Ah, man kann das faktisch umgehen, aber ich kann es gerade nicht. Ja, es ist ein frustrierendes Level. Also ich gebe das zu. Es würde mich selber auch ziemlich frustrieren, wenn ich es nicht gebaut hätte. Es ist schon nicht so. Ah, ich weiß nicht. Es ist halt so ein typisches mein erstes Level. Ne? Es ist jetzt. Ah, es hat komische Stellen, auf die ich jetzt nicht so stolz bin, aber irgendwann hatte man dann so dieses, ich will das Level jetzt fertig haben, und dann ist es jetzt halt so, wie es ist. Also da war ich nicht so qualitätsoffensiv. Bin da sehr selbstkritisch, was das Level hier angeht. Es funktioniert, man kann es spielen. Es wird wohl, wenn dann überhaupt mal bei Hard oder so landen. Ich glaube, Very Hard ist wieder ein bisschen zu krass. Aber ja, ihr seht das Problem. Deswegen habe ich auch hier mehrere Notenblöcke hin. Man kann da schon so ein bisschen hin und her balancieren. Das ist eigentlich möglich. Also das sah nicht sonderlich hübsch aus, das weiß ich auch. Aber jetzt muss ich. Oh Gott, jetzt habe ich hier. Das habe ich jetzt blöd getimt. Eigentlich kann man da eher hoch, aber gut, so geht's auch. So, hier kommt jetzt so ein bisschen Mole-Zeug. Das muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Oh je. Oh, nice. Und mit Anlauf kommt man hier wieder raus. Dann kommt hier oben noch einer. Den kriegt man auch ausgewichen. Das hier drin ist nur Deko. Das ist einfach da, weil. Weiß ich nicht. Weil ich es kann. So, jetzt haben wir die Münzen vollständig, und jetzt kommt die schlimmste Stelle. Wenn man diesen Pilz hier nicht findet. Der ist fies, ich weiß, aber man schafft es ja auch ohne Pilz. Also, es ist ja nicht so, dass man den unbedingt braucht. Ja, nur ich mach's mir jetzt einfacher, weil ich halt weiß, dass der da ist. Weil jetzt muss man nämlich hier, wenn man jetzt klein wäre, ist man ja bei jedem Hit tot. Und ich nehme mir den Hit jetzt einfach. Weil normalerweise müsste man dann da wirklich enorm balancieren.
Und dann geht man hier durch die Tür und jetzt kommt der Checkpoint. Also da habe ich... Oh, ich habe die... man kann die Federn verfügen. Eigentlich sollte das nicht passieren. Eigentlich sollte man direkt in die Federn reinfallen, aber anscheinend gehen die alle zur Seite. Das ist auch nicht ganz, wie ich mir das gedacht habe. Gut, jetzt kann... Ah, ja, wenn das passiert, dann habe ich hier so ein paar versteckte Blöcke hin. Aber eigentlich kann man mit der Feder da hochfliegen, wenn man den Anlauf nicht komplett verkackt, wie ich gerade. Dann kann man eigentlich mit der Feder da hochfliegen und, ja. Aber das hat gerade nicht sonderlich gut funktioniert. Ja, und jetzt kommt der Abschluss. Der Lakitu-Attack praktisch. Der, mehr schlecht als recht funktioniert. Wenn man ein bisschen aufpasst, dann passiert da nicht allzu viel. Dann kommt man hier ganz gut durch. Hier oben wird es dann am kritischsten. Weil da oben jetzt Lakitu tatsächlich attackt. Aber das geht eigentlich auch ganz gut. So. Und dann nehmen wir den noch. Kommen hier hoch, kriegen ein Feuerwerk und haben das Level geschafft. Naja. Es ist ein Level. Man kann es spielen. Aber man muss halt die versteckten... Also wenn man die versteckten Blöcke nicht findet, ist es ein bisschen schwieriger. Das ist was mir am wenigsten gefällt an der Geschichte. Das ist was, was ich am kritischsten finde. Bin da nicht so, also ich, ja, ihr hört's ja raus, ich bin da noch nicht so überzeugt von. Aber gut, wir wollen jetzt lieber mal wieder unsere Leute angucken, also tatsächlich gute Level. Und wie gesagt, der Counter hat auf jeden Fall was Neues gebaut. Gucken wir jetzt als erstes hin. Da ist er. Der müsste jetzt ein drittes Level haben. Inferi Mario Part 200. Den Namen versteht doch wieder kein Mensch. Aber 0,6. Was? Ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Na dann, auf geht's. Nein. Nein, Counter. Nein. Okay, muss die da hoch? Wahrscheinlich, ja. Also habe ich mir das vorgestellt. Ach du Schande. Okay. Okay. Oh. Das wird ja lustig. Ja. Und jetzt ist alles vorbei. Und hier ist übrigens der Pfeil, die Pfeile, die ich hätte einbauen können. Das ist jetzt natürlich auch nicht so cool, wenn man den hier verliert. Aber gut. Bin mal gespannt, ob irgendjemand mein Level abschließt, weil man muss ja auch man muss ja auch erstmal die Geduld haben, das dann weiterzuspielen. Wenn man mal an der Fruststelle ist. Die meisten werden ja einfach direkt aufhören. Oh boy! Aber das ist dann die letzte Stelle, ja? Okay. Dann ist zumindest nichts mehr mit On-Off. Ja, dann kommt die da runter und dann ist die erstmal weg. Okay, gut. Zeittechnisch kriegen wir auch kein Problem, also es ist jetzt kein Speedrun in dem Sinne. Gut, dann kann ich danach jetzt chillen. Jetzt war ich zu schnell sogar. Guck mal, jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo ich zu schnell werde. Weltrekord war 59 Sekunden irgendwas. Oh Gott. Er hat mich gefragt, ob er sein Level so bauen soll wie das erste oder so wie das zweite. Ich habe gesagt, goldene Mitte. Also ich wollte ja sowas Mittelschweres, weil das erste war zu schwer, fand ich. Wobei er jetzt ja ein paar Sachen geschrieben hat, wie es gedacht gewesen wäre. Und da muss ich sagen, ja, habe ich es mir teilweise schon ein bisschen, verdammt, ein bisschen schwer gemacht. Aber anderes habe ich mir vereinfacht. Er hatte zum Beispiel eigentlich vor, dass man einen Shelljump hinten macht. An der Stelle, wo ich einfach den Helm genommen habe. Und dann einen Spinjump über die Pflanze gemacht habe. Und er hat nie den Helm genutzt, um da diese Sprünge zu machen. Auch das wäre für mich wieder zu schwierig. Oh boy, da kann ich einfach springen. Das wäre der Sprung klappt auf jeden Fall. Da kann ich einfach rüberspringen. Okay, jetzt. Und dann. Ich muss mich einfach trauen. Ich kann den Sprung wagen. Ich kann den Sprung eigentlich direkt wagen.
Na, das funktioniert. So. Die Münze interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte nur überleben. Okay, ich habe sogar die Münze mitgenommen, die mich nicht interessiert, aber hey. Dann geht's hier rüber. Kann ich da einfach... Mist! Ah, oh nein, da kommt der Nächste mit dem Dämon auf. Oh no. Ach komm. Okay, das geht, glaube ich, schneller so. Gut. Das war zu bald. Das war zu bald. Rip. Sag mal. Herr Connen, was tun Sie denn? Hallo? Hä? Ich fühle mich gerade dumm. Danke. Und das war knapp, aber es ging. Okay, das hat gepasst. Jetzt hier rüber, jetzt nicht da reinrennen in die Säge. Und wie weit geht die runter? Wahrscheinlich zu weit. So. Z. Z heißt Spin Jump. Ah, ich sehe schon, der wird jetzt hin und her wandern. Ah, okay, fast. Aber der letzte, den brauche ich gar nicht mehr. Den kriege ich auch ohne hin. Das war zu bald. Aber der letzte braucht den letzten brauche ich dann tatsächlich gar nicht mehr. Also beim zweiten, wenn sie aufgehen, kann ich springen. Das hat funktioniert. So nämlich. Dann kann ich darüber. Das hat auch funktioniert. Dann passe ich hier ein bisschen auf. Okay, das passt alles. So. Nein! Schade. Wie gesagt, wenn die aufgehen, funktioniert das. Dann kann man da einfach durch. Okay. Man muss immer nur so wissen, wie man was macht. Und dann funktioniert die Geschichte auch besser. Hier das Gleiche. Das kann ich alles erstmal so machen. So. Na, ich spring zu bald. Ich spring zu bald. Nein, jetzt war ich zu schnell. Das gibt's doch nicht. Jetzt war ich echt zu schnell, ne? Ah. Oh, oh. Ja. Nein. Passt. Jetzt durch. Das war knapp, aber es hat funktioniert. Und was immer funktioniert, ist ja okay. So.
Nein! Ich kann vor allem, ich will doch die Stelle da hinten testen und jetzt nicht hier vorne. Oh, das war nix. Und ich jetzt nicht hier vorne rumeideln. Aber die Stelle da hinten testen, wo ich gesagt habe, da brauche ich die oft nicht mehr. Aber ich komme nicht hin. Ah, ich verliere Zeit an Dingen, die wir schon geschafft haben. Nein, ich darf also echt nicht so bald los. Bisschen Zeit muss ich mir da echt noch lassen. Mist. Mist, Mist, Mist. Nein, das wird nichts. Diesmal dazu das Checkpoints eingebaut. Ich sehe bisher keinen Grund, warum es keine Checkpoints geben sollte. Aber ich finde es ja echt krass, dass man sein Level komplett ohne Checkpoint schaffen muss. Wenn man das hochladen will. Also selbst wenn man für die Spieler Checkpoints einbaut, man selbst muss es ohne Checkpoint schaffen. WTF, warum? Es ergibt doch überhaupt keinen Sinn, wenn das Level mit Checkpoint gedacht ist zu spielen. Das verstehe ich nicht. Wollen die wirklich, dass jedes Level einfach in einem spielbar sein soll? Das ist schon sick. Ja, da kommt ein. Okay, es kommt einer und ich brauche den hier nicht. Ich kann da direkt weiter. Ah, gut, es kommt ein Checkpoint und der kommt auch genau richtig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube aber, die Säge macht gar nichts, ne? Ich glaube, das ist nur da. Oh, das war blöd. In jeder Hinsicht war das blöd. Das Timing war schlecht und der Spruch hat eh nicht gesessen. Oh, ja. Gut. Ich muss nur dran denken, wenn wir dann den Checkpoint haben, dass ich dann nicht mehr auf Neustart drücke. Das passiert manchen Leuten so oft. Und das ist ärgerlich, weil dann startet man von vorne und nicht vom Checkpoint aus. Nein, es war wieder zu bald. Ist das denn zu fassen? Huch. Ich habe kurz auf den Bildschirm geguckt. 20 Minuten. Also doch nur Counters Level in diesem Video.
Rieb. Naja, und mein Quatsch am Anfang. Aber es ist echt, also wenn man selber mal ein Level baut, dann weiß man erst, wie, also was man da alles beachten muss. Und dafür ist es ja echt nicht gut geworden, was ich zusammen gefratzelt habe. Das hier ist ja zum Beispiel, das ist ja alles abgerundet und mit Deko und Stuff. Habe ich ja alles nicht gemacht. Yes! Ach du Schande. Ja gut, der muss ja dann so sein. Ah, ich soll den anderen Sprung machen. Verstanden. Alles klar. Oha, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, jetzt darf ich nicht mehr Neustart drücken. Wenn ich jetzt Neustart drücke, dann gehe ich weinen. Mist. So. Normalerweise hätte ich jetzt ja noch eine Feder, ne? Das ist schon klar. Trotzdem gucken wir mal, was da so kommt. Ich kann hier einfach stehen, zum Beispiel. Okay. Okay. Ja, und jetzt bräuchte man die Feder. Oder wie sehe ich das? Nee. Braucht man nicht mal. Oh, man kriegt noch mal eine. Okay, man hätte jetzt... Ich habe die nicht gebraucht bis hier. Das ist gut. Man kann die also verlieren. Oh! Macht euch weg. Kommt die denn her? Das ist ja frech. Ich wollte doch nur Anlauf nehmen. Wenn ich zu weit Anlauf nehme, dann kommt... Ah, okay, verstanden. Das ist aber problematisch, weil... Reicht der Anlauf aus? Ja. Oh mein Gott. Kann ich dir trauen? Wenn ich einfach runtersegeln müsste, dürfte ja nichts passieren, ne? Oh, ja. Oh. Oh, da oben ist was. Das gucken wir uns noch an. Wir gehen einfach ins Ziel. Hauptsache Level geschafft. Das würde mich da oben noch interessieren, aber das ist mir zu riskant, als dass ich da mein Leben am Ende verliere. Ist mir zu riskant jetzt gewesen. Gut, das war das. Dann möchte ich ein Level von Twakes mir anschauen. Das ist er hier. Und zwar das Geisterhaus-Level. Welches ist das denn? Das da hier. Na, Altair haben wir schon gespielt. Bellatrix ist neu und das hier ist neu. Und Bellatrix sah interessant aus. Emero hat es nicht sonderlich weit gespielt. Deswegen ist es größtenteils blind. Es ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Man sieht ja schon, ich brauche auf jeden Fall rote Münzen. Ach. Moment. Ich will nochmal da hochgucken. Weil hier ist dann der Hauptbereich. Hier ist der Hauptbereich. Da geht es dann weiter. Aber was ist denn da oben? Das habe ich noch gar nicht. Ach so. Das sind die drei Leben. Dass man nichts verliert in einer Dings-Challenge. Das ist cool. So, und hier gibt es nämlich 5 Abschnitte. Hier 3 Türen und 2 Röhren. Macht also 5 Münzen. 5 rote Münzen, die man sammeln kann. Entsprechend müssen wir sowieso alles spielen. Aber ich hoffe mal, es gibt nach jedem einen Checkpoint. Emero war nur kurz in dem Raum drin und die anderen hat er sich auch nur ganz kurz angeguckt. Kommt der überhaupt wieder? Oder ist der jetzt einfach weg? Ah ja, gut, der ist weg. Stimmt, da kommt einer runter. Das weiß ich noch. Das weiß ich auch noch. So, und er hier ist auch ganz freundlich. So.
Mehr habe ich schon gar nicht vom Rennlevel gesehen. Ne? Irgendwo hier hat er, glaube ich, dann schon aufgehört. Oh ja, verflucht. Irgendwo da hat er dann aufgehört. Aber wenn ich jetzt hier die Nutzen habe, wo ist denn dann überhaupt die rote Tür? Na gut, die werde ich auch finden. Das weiß man jetzt nicht so genau. So, komm zurück. Weil das vorne eigentlich auch ganz gut war, als er einfach gar nicht zurückgekommen ist. Das geht natürlich auch, ne? Alles ganz nicht so gut. Aber das machen wir anders dann. So. Kleiner Sprung. Großer Sprung. Oh, das funktioniert nicht, wie ich mir das gedacht habe. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, darüber. Oh, Mist. Habe ich zu spät gesehen. Ah. Verdammt. Okay. Okay, okay, okay. War jetzt vielleicht nicht die beste Idee, das Level noch anzufangen in diesem Part. Kommt mir gerade so. Das war vielleicht nicht die beste Idee. F. Ah, was tue ich? Also wenn, dann ist gerade höchstens ein Zeitproblem. Spielen will ich das auf jeden Fall. Oh no. Ich habe gedacht, der kommt nicht mehr, aber da war ich zu schnell. Huch. Aber seht ihr das, wie das alles dekoriert ist und Zeug? Das ist gar nicht so einfach, das alles so... Das hat wirklich, das braucht wirklich so einen gewissen Aufwand. Wenn man erstmal selber ein Level gebaut hat, weiß man das. Uff. Dann bleibe ich doch teilweise lieber beim Spielen, muss ich sagen. So, kleiner Ansprung. Jetzt halt auch wieder blöd. Oh, was mache ich denn? Ich könnte eigentlich beide direkt losschicken. Das wäre doch am einfachsten. Aber wenn der eine zurück ist, dann geht der andere auch. Irgendwie so. Irgendwie so. Das kann doch nicht so schwierig sein. Tschüss. So, ich warte hier und dann stresst er mich auch nicht mehr nach. Sehr gut. So, der stresst auch nicht mehr. Jetzt fährt das sogar mal ganz durch wieder. Ich auch nichts dagegen. So, wenn der jetzt zurückkommt, dann machen wir einfach den hier. So. Der kommt jetzt immer. Dann gehen wir da einfach hoch. Jetzt ist hier eine Tür. Ich dachte, jetzt kriege ich eine rote Münze. Kriege ich nicht. Ah, verstanden. Und da ist dann die... Okay, verstanden. Da ist dann die Tür. Das heißt, man kommt jedes Mal hier raus, kriegt einen neuen Checkpoint. Perfekt. Damit sind die dann auch gespeichert. Gut. Wenn jetzt die einzelnen Räume zu lange dauern würden, dann würde ich das einfach in mehrere Parts aufteilen. Jetzt machen wir aber erstmal weiter. Ich weiß ja nicht, wie schwer das noch alles wird. Die anderen, wie gesagt, haben wir alle nicht wirklich sehen können. Viel davon. Oh, verdammt. Kann ich mich da ranhängen, ohne dass die mir ins Gesicht springen? Ja. Kann ich das hier rumschwingen, ohne dass der mir ins Gesicht springt? Oh, Junge. What?
geht das jetzt? So nicht. Mist. Oh, wie mache ich den Sprung da hinten? Ne? Okay. Oh boy, dass das klappt, ist interessant. Aber wie komme ich? Ah! Will ich den vielleicht gar nicht mitnehmen? Beziehungsweise drücken. Will ich vielleicht einfach nur weiter? Okay. Alt, schmeiße ich hier das Springboard drauf, oder was? Nein! Das wäre es gewesen. Okay, 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 okay. Alles klar, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Nicht das Problem. Gut. Und dann nehmen wir einfach den nicht mit. So. Und gehen einfach weiter. Okay. Und der kommt wieder da runter. Nein! Oh, jetzt bin ich wieder dahin gerufen. Oh, das gibt's doch nicht. Ah, das ist ärgerlich. Der letzte Sprung ist ärgerlich. 32. Ansonsten geht der Raum. Verstanden hat, was man tun soll, dann geht der Raum schon klar. Darf halt nur nicht Quatsch machen. Ich kann ja sogar von hier aus weitergehen. Dann kann ich ja erstmal. Ja, genau. So. In aller Ruhe funktioniert das dann. Und da ist meine zweite rote Münze. Und dann haben wir hier wieder einen Checkpoint. Und dann haben wir wieder den Checkpoint. Aber jetzt, ne? Das Level musste Twaits ja, um es hochzuladen, trotzdem einmal am Stück spielen. Ohne Checkpoints. What? Und das hast du geschafft? Alter. Ah ja. Ah ja. Okay. Okay. Uff. Dann darüber, aber. Ah, ich kann auf dem Holzding landen. Ich hab's gesehen. Ich kann auf dem Holzding landen. Okay. Nicht gut. Ich kann auf dem Holzding landen. Okay, 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 okay. Wir kriegen das hin. Auch der Raum wirkt bisher machbar. Wieso vertraue ich nicht einfach darauf, dass die Blöcke kommen, wenn sie kommen? Das passt ja alles an. So. Zack. Und hier passt das. Zack. Wunderbar. Und jetzt kann ich hier drauf und kann das mal chillen. Und jetzt keine Ahnung. Oh, Junge. Oh, das war Glück. Das war Glück, dass das so funktioniert hat. Okay, gut, gut, gut.
Aber ich nehme die dritte Münze mit. Alles in Ordnung. So, eine Tür und eine Röhre noch. Okay, hier kommen die Riesenknochenviecher. Mhm. Alles klar. Schauen wir uns das doch mal an. Uff. Kann ich nicht? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Oh, die haut's mit einem Schlag runter. Okay. Gut zu wissen. Dachte, die bleiben vielleicht in der Luft. Ach so. Hi. Also es sind nicht nur die riesigen Knochen, es sind einfach alle Gegner riesig hier. Okay. Ja. Mensch. Uff. Uff, uff. So. Wow. Das war ja jetzt nicht so. Nein! Okay. War es das? Nee, hey, was ist das für eine Röhre? Keine muss weitergeht. Also muss ich hier rüber. Ja, und jetzt? Oh. Oh nein. Oh nein. Ich muss die Koopas mitnehmen. Bist du denn des Wahnsinns, Twakes? Das heißt, der hier läuft dann da runter. Nö, tut er nicht. Wie kriege ich den denn da hin? Hä? Muss ich den auch noch richtig timen? Ah, guten Morgen. Ach. Oh. Warum mache ich das denn jetzt?
So. So. Jurerif check ich halt nicht. Nein! Aber ich verstehe noch nicht, wie und was und woher. Du musst erstmal die andere Röhre an. Vielleicht geht das schneller, dann wüsste man, dass wir nur noch einen Schlüssel, eine Münze brauchen. Ja. Jetzt ist offen. Und dann? Ach nee, was? Ich sehe da unten den Knopf. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn? Ah, das sind mehrere. Okay. Okay. Okay, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Mach dich mal nicht zu eng, mein Frau, oh mein Gott. Vor allem auf der Plattform wäre ich nur... Nein! Oh. Bin ich wieder nur ganz rechts, müsste ich das sicher sein. Oh, die zwei letzten Räume, die hauen mich ja nochmal richtig um, ne? Okay. Und raus. So, hier müsste ich stehen können. Egal, was passiert, gell? Okay. Jetzt wollen wir die Lücke hier abwarten. Die ist ja zum Glück ganz groß und der ist ja auch ganz langsam. Und dann wollen wir die Lücke da. Ah, okay, da kommt... Na toll. Ach so. Ach nee, och Gottchen. Mama. Oh nein. Oh nein. Nein, ich hasse alles. Brauche ich den überhaupt, frage ich mich gerade. Oder kann ich nicht einfach... Ja, kann ich. Yes! Oh Gott, yes! Damit fehlt nur noch... Nur noch die eine. Mit den großen Viechern. Da verstehe ich den letzten Sprung noch nicht. Ich schicke den zwar dahin.
Aber ich glaube, ich muss den so dahin schicken, dass der hier rüberläuft. Und so läuft er in die falsche Richtung. Und jetzt wird er wahrscheinlich in die richtige Richtung laufen. Ja. Okay, gut. Okay, gut. Oh. Oh, yes, Mama. Was kommt jetzt noch? Nix. Puh. Okay. Unter 50 Minuten geblieben. Sehr gut. Das passt. Damit bin ich zufrieden. Eieieiei. Erster! Cool. Nehme ich. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Oh.